Ihr wollt wissen, was aus den ganzen Einkäufen jetzt wird? Dann bleibt dran! Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, Ton ändern, danke. Und der Zug ist unterwegs, der holt uns unser letztes Material. Wir wollen hier anfangen zu bauen und haben nichts mit der Sch- Was ich heute vorhabe, ist eigentlich gar nicht mal so viel. Ich möchte 3 Packager bauen. Das sollte ziemlich schnell gehen. Dann möchte ich quasi das Setup für Aluminium schon mal aufstellen. Also sprich die, wie viel waren es? 5 Raffinerien? Moment, mal, ne? Jetzt sind es vielleicht auch 6. Aluminium Solution 2. Eine mit Sloppy Alumina sind 3. Und 2x Electrode Aluminium Scrap. Wahnsinn. Sind auch nochmal 2, also 5. Anfang, Platte und dann die 5 Dinger da drauf. Klingt jetzt nicht so wild. Was haben wir hier? Stangen. Was haben wir da? Was? Da haben wir das. Da haben wir dieses. Wenn wir soweit sind mit dem Zeug, könnten wir überlegen, ob wir den... Oh, muss ich so langsam da rein? Von wo? Ach, da kommt immer noch was raus. Könnten wir überlegen, ob wir da hinten... Das brauche ich schon mal. Ich sollte mir eben die Sachen reinschieben. Ich will da hinten noch eben eine kleine, ja, ich sag mal, Nebenproduktion bauen. Für. Wer ist das Zeug hier? Für Draht. Also einfach nur, dass wir einen Überlaufsplitter, das könnten wir uns dann direkt mitnehmen. Das wäre nämlich, ne, also hier, hin. Intelligenten, so heißen die Dinger, mitnehmen, um dann da hinten einfach zu sagen, komm, wenn Kabel voll sind, machen wir Draht. Was brauchen wir denn da? Oder brauchen wir eine ganze Menge? Aber nicht so viel, wie ich da habe. Egal. Brauchen wir? Nehmen wir auch mal ein paar mit. Brauchen wir nicht so viel, wie ich jetzt habe, aber egal. Nee. Holy crap. Okay, erreicht definitiv das. Nee. Da sind Motoren. Kabel brauchen wir gerade nicht. Wir suchen jetzt noch Gummi. Wir haben wir haben alles Mögliche da drin, nur kein Gummi. Gut, bei 30 muss ich da auch nicht extra einen Container hinzumachen. Das ist auch schon alles, was wir an Gummi brauchen, glaube ich, oder? Ja, 30 Gummi. Ich hatte Gummi eingesteckt. Da bin ich mir zu nahezu ein paar Prozent sicher. Gerade da oben übersehen. Ja. Natürlich habe ich es übersehen. Noch mehr als ich brauche. Wahnsinn. Okay, wir wollen den Spaß quasi hier hinter anfangen. Ich würde sagen, eine Reihe lassen wir uns noch Abstand zu dem und dann fangen wir mit der eigentlichen Fabrik an, die dann hier drüber geht. Weil unser... Hier ist der Spaß hier, ne? Bis hier vorne sind wir... Was ist da vorne sogar? Sind wir mit dem Aluminium. Quatsch, mit dem Bauxit. Ja, ist doch super. So, dann wandern wir jetzt erstmal... Wie lang wollen wir das denn machen? Also, ich habe ja gesagt, wir machen einen Abstand, ne? Wie wäre es denn, wenn wir da auch
quasi, um das optisch ein bisschen zu trennen. Könnten wir da hingehen. Das Ganze suchen. So, das ist unsere optische Trennung, ne? Die basiert auch quasi nur auf dem Teil hier vorne zum Bahnhof, würde ich sagen. Dann schweben wir hier sanft herunter. Wieder rauf und wieder runter. Wir haben keine Ahnung, was wir hier tun, aber irgendwann werden wir oben oder unten ankommen. Mal schmerzhafter, mal nicht so schmerzhaft. So, das ist unsere Trennung. Und dahinter geht es weiter. Und da wir diesmal ein fettes Fundament machen wollen, muss ja auch was halten. Ja. Da ziehen wir jetzt nochmal da so rüber. Könnte man tatsächlich noch überlegen, ob man nachher den Bereich hier, also den unseren Kasten hier, wie heißt denn das? Stahlrahmen? Wie heißt denn das Ding? Rahmenfundament. Wir das da hinten rumziehen und uns die Materialien von da hier reinbringen lassen. Aber das ist jetzt erstmal nicht ganz so wichtig. So. Und dann würde ich sagen, gehen wir mit dem. Was ist das hier? Mit dem? Oh ja, das sieht gut aus. Und dann haben wir doch hier zwei Stück hier. Da drauf zu. Er bildet doch schon mal eine gute Basis für die Fläche. Weil hier geht es dann ein bisschen in die Natur rein. Genau. Also das ist unsere breiteste Stelle hier. Können wir überlegen, ob wir nachher noch hier Wände drumherum ziehen. Ihr kennt mich, das wird nicht passieren. Also die Wahrscheinlichkeit ist zumindest relativ gering. So, dann machen wir jetzt einfach hier die Zähne-Dinger immer fertig. Bis da hinten, dann haben wir eigentlich auch schon den ersten Teil. Ich will jetzt die Platte nicht als eine große Platte bauen und dann gucken, soll sich so ein bisschen entwickeln. Na, Designvorstellung habe ich nicht. Auch das kennt ihr von mir. Irgendwann wird das kommen. Ich glaube nur nicht mehr in diesem Let's Play. Das wird echt nochmal spannend, wenn es dann irgendwann an die 1.0 rangeht. Und dann mit Story und so. Dann tun wir das Ganze nochmal an. Und dazwischen werden wir ein bisschen gemoddet spielen und die Updates natürlich mitnehmen. Ich glaube, ich habe da auch noch eine schöne Idee für so ein ich nenne es mal alternative Videoreihe hierzu. Wo einfach mal ein bisschen Spaß hat. Problem ist, ich habe gerade quasi gedanklich ein Video. Wenn ich mit sowas anfange, sollte ich vielleicht auch gucken, dass ich das dann auch fortführe. Und dann heißt, ich brauche erstmal so 3, 4, 5 Ideen. Und dann kann man damit anfangen und die umsetzen. Natürlich auch schon mal anfangen, das umzusetzen, was ich machen möchte. Aber das wird dann definitiv kein Playthrough und Materialien, die ich dafür brauche, werde ich mir auch anderweitig holen. Zum Beispiel werde ich dann mit über den Calculator hingehen und ohne Bildkosten und sowas daran gehen. So, da haben wir doch schon mal eine schöne. Ist die Frage, wo packen wir die Packager hin? Grundsätzlich würde ich sagen, dieser Penis da vorne mit der Schnecke oben drauf. Ne? Ich finde den ein bisschen problematisch. Witzig? Ich meine, jetzt mal ernsthaft. Leute,
Ich hoffe nur nicht, dass das der Bauch von dem Typen ist, weil man sieht sich ja gar nicht mehr. So, genug blöde Witze gemacht. Wobei, einen Unterschied merkt ihr eh nicht, oder? So, ich lass mir diesmal auch wirklich Platz für Zeugs. Wir fangen an mit den Umfüllanlagen. Weil hier soll Umfüllanlage hin. Und soll das noch da rausgehen? Ist von mir aus okay. Oder macht es Sinn, die umzudrehen? Und dann, ich habe da ja einen Schredder. Dann könnte man ein Band da langlegen oder hier runterlegen und da hinten hochkommen lassen und mit auf den Spaß und schreddern. Das ist vielleicht auch keine so doofe Idee. Oder ich setze mir halt hier irgendwo noch einen Schredder hin. Und dazwischen, na komm, ich setze mir da irgendwo noch einen Schredder hin. Und wenn ich sowieso nach unten gehen will, ist das ja alles kein Problem. So, easy. Wir haben das Zeug, oben kommt Wasser rein, unten kommen Dinges rein, hinten kommt raus. Haben wir gerade alles für einen Schredder dabei? Nicht, haben wir nicht, garantiert nicht. Weil wir brauchen ja allein schon die Dinger hier, die wir sehen. Wir haben quasi nichts davon dabei, aber wir sind auch nicht so weit weg, könnten wir holen. Okay. In dem Fall gehen wir auch hin. Machen hier vorne einen Fusionator, für den wir auch nichts dabei haben. Stangen und Knappen. Hinten waren irgendwo Stangen. So, die waren oben. Ja. Stangen. Müssen wir mal eben oben durchgehen. Ist tatsächlich doof, dass ich das alles da hingeputzt habe. Vielleicht sollte ich wirklich erstmal Zeug von hinten holen. Wir brauchen jetzt. Also, ja, wenn ich es jetzt dann schon so mache. So, da muss ich mir auch gleich noch mitnehmen. Genau. Kabel. Eisenplatten. Kabel. Und einmal die hier. Eisenplatten haben wir hier gar nicht. Das heißt, ich muss darüber. Das brauche ich nur für die Dinger. Nur das, aber da, oh, da komme ich auch nicht weit mit. So. Ja, Schaden. Ich weiß. Ja, ich habe Schaden. Das brauchst du mir nicht sagen, das weiß ich auch so. Ja, wenn wir dann schon mal hier sind, dann machen wir auch eben den anderen Spaß fertig, was ich gerade noch erwähnt habe. Und zwar gehen wir hin. Erstmal. Wir haben hier Stangen noch und nöcher. Das sind die Eisenplatten. Ne, das staut sich nicht. Das geht schön nach oben. Ich habe keine Ahnung, warum sich das da immer staut, wenn ich das mache. Egal. Kabeltechnisch sieht es ja so aus. Also du bist gut voll. Ups. Auch. Eieiei. Okay, jetzt sind noch drei, die wir vor der Brust haben, aber das war's auch. Was ist mit dir da? Du bist einfach nur leer, ne?
los. So, wir hatten gesagt, wir wollen das hier. Organisation, da habe ich. Ich habe ich gesucht. So, wollen wir das haben? Zwei. Drei. Passt. Weil ich jetzt natürlich nicht mitgenommen habe, sind Platten. Damit ich hier auch anziehen könnte. Ihr hier vorne, ne? Ihr kommt ja gar nicht richtig aus dem Quark. Und das ist zu steil. Was machst du eigentlich? Wenn du was da hast, kann ich mir immer separat einzeln holen. Was halbst du wild? Das jetzt abreiße, habe ich das Problem, dass es sowieso nicht mehr funktioniert. Okay, müssen wir dann nochmal ran tun. Aber ne, grundsätzlich hier Draht und so hätten wir wirklich genug. Wenn die hier leer werden, also das. Ich krieg's noch nicht so ganz auf die Kette. Wir machen 90 pro Minute. Wir haben hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Stück, wenn ich das richtig gezählt habe. Irgendwie sowas. 13 mal 90. Telefon klingelt. Okay. Haben wir das auch geklärt? Wunderbar. Wir setzen hier mal einen Sonator dazwischen. Vielleicht. Förderband-Sonator. So ungefähr. Und gucken, ob wir den natürlich so nicht reinkriegen. Ne? Das wird wieder fies. Also so weit nach hinten wie irgendwie geht. Und dann geht das. Passt. Okay. Dann wird das doch schon mal ein bisschen produktiver. Alles, was da überbleibt, geht da mit rein. Wie viele habe ich denn jetzt abgezwackt? Was denn mal passt? Moment, wir haben jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 5. Also da ist auf jeden Fall Platz auf dem Band. Jetzt laufen die da hinten nochmal raus. Und hier sind... Hat mir auch keiner gesagt. Hättest du ja auch mal in die Kommentare schreiben können, wenn ich zum Glück zum Rechnen bin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 werden abgearbeitet. 9 mal 60 und 540. Und ich habe 8 mal 90... 720, also auch schon easy. Ja. Dann haben wir die 5 dort, 450.
plus, Klammer auf, 220 minus, Klammer auf. Wobei, die bräuchte ich nicht, aber egal. Ich mache sie vorsichtshalber. 6 mal. Nicht, komm mal, 6 mal. Wieso 6 mal? Hier ist 60. Was hatten wir jetzt abgezählt? 9, ne? 630. Das passt auch gut. Okay. Es werden abgearbeitet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das passt. 8 mal 60 sind 480. Das heißt, wir haben von vornherein schon hier was über. Das bedeutet, wir haben hier noch ein Wand. Wunderbar. Das heißt, ich brauche nicht mehr so einen Überschuss. Ich kann einfach hier hingehen und die nehmen. Das ist für da. Gehe ich jetzt einfach hin und sage, komm. Rein da. Andere Frage ist, warum dauert das hier so, warum stockt das so sehr? Auf dem Band. Ja, meine ich. Das wird ein bisschen schwierig, heute noch meine Raffinerien fertig zu kriegen, weil ich wieder hier hinten rumhampel, wo ich gar nicht hin wollte. Es geht doch einfach rein. Dann geht das nach oben, ist voll. Ist da irgendwo... Hatte ich hier nicht noch so eine Geschichte mit, ich muss die Dinger noch aktualisieren? Ich meine, da mache ich das jetzt nicht, aber egal. Wir haben Zeug geholt. Passt schon. Gehen wir schon hin. So. Dann springen wir mal da hin und hoffen. Ja, danke. Gehen hier hoch. Okay. Wir müssen mal gucken, wie wir uns die Maschinen da hinsetzen. Die haben auch so ganz blöde Werte wieder. Ne? 1,65 hast du nicht gesehen. Oder 1,25. 0,25. Ja, weiß ich nicht alles. So. Das war knapp. Dann hätte auch ins Loch gehen können. Gut. Also. Hier soll das, was vorne rauskommt, wieder hinten hingehen. Das heißt, diese beiden hier, die wir jetzt hinsetzen, und zwar so. Wir wollen das... Eigentlich wollen wir die erste wenigstens so sitzen haben. Ist halt etwas breiter als eine. Mache ich die jetzt noch ein Stück zurück, dass die auch wirklich hinten dran sitzt? Ja, komm. So möchte ich die haben. Standfüße da dran. Jo. So, diese zwei hier sind jetzt für Elektrode Aluminiumschrott. Genau. Okay. Da. Also ist das Zeug, wo auch noch Wasser bei rauskommt. Dafür kriegen wir 300 pro Minute von dem anderen. Wie wäre das eigentlich mit dem... Okay, das Rezept ist blöder. Ja, dann müssen wir das Zeug da reinschmeißen und wir kriegen trotzdem Wasser. Es ist Wasser heraus. Da sind 2 Kubikmeter, da sind 7, aber dafür gibt es nur 6 und da gibt es 20 pro Durchlauf. Also, ne? Das lassen wir schon mal.
Ihr bekommt dann das, was aus den nächsten drei rauskommt. Produktion. Wir lassen wieder. Wie viel lassen wir denn frei? Ich würde die wieder so ansetzen. Dann haben wir das Stückchen hier frei. Das reicht, um ein Rohr da durchzulegen, weil mehr muss da nicht durch. So. Und dann kommen hier drei Stückchen. Die hinteren beiden hier, also diese, macht mir die Lösung und du bekommst nur 25%. Wir brauchen relativ wenig von dem Zeug, deswegen ist das halb so wild. Und du machst das gleiche, du machst es aber auf 100%. Und du hier, du machst wässriges Alu-Oxid, richtig? Das ist doch Sloppy Alumina, genau. Hat kein Nebenprodukt, kein gar nichts. Das heißt, wir müssten jetzt, weil wir brauchen hier von dem Zeug, da sind 50, hier sind 12,5, das passt nicht. Weil, laut meiner schlauen Liste, Items, das passt. Da steht 62,5. Oh, da steht auch 62,5. Ich habe mich vorhin nur verlesen, hätte schwören können, da stand eine glatte Zahl. Aber nee, dann geht das alles komplett weg. Super. Also Silika müssen wir uns dann nicht mehr drum kümmern. Ja, wunderbar. Was sagt unsere Zeit? Unsere Zeit sagt, wir können noch. Nicht komische Knöpfe drücken. Jetzt sah einfach die Webcam aus. ja. Das heißt, wir müssen uns nur noch um die Verbindung von dem Ganzen kümmern. Und wie wir da das Zeug hinkriegen. Das würde ich aber einfach unten drunter langführen. Ja, dann kommen hier hinten. Das können wir schon mal machen. Hier hinten kommen. Da kommt ein Splitter dran. Der bekommt sein Zeug von da. Und geht direkt dort rein. Jetzt holen wir uns noch eben. Hallo? So. Ist da rein. Ist da rein. Ist da rein. Das sieht schon mal vernünftig aus. Hier kommt der hin und dort ist ein solcher dran. Das heißt, von unten kommen die Container, die Kanister gehen da rein, fertig. Heißt, auf dem ganzen Weg werden wir uns auch noch um Kanister kümmern. Hier gehen wir hin. Da kommt ein Fusionator. Genauso davor. Du gehst da rein, du gehst da rein und du gehst da. Auch das sieht gut aus. Perfekt. Da kommt nichts raus. Es geht nur hier Wasser rein. Das machen wir dann von hier nach hier. So viel braucht das gar nicht. Jetzt nämlich nur 125. Eigentlich sollen wir das wiederverwenden, dieses Wasser, um damit, wie heißt das Zeug hier, zack, Recycled Rubber oder Plastik oder sowas zu machen. Aber da stehe ich ja ein bisschen auf Kriegsfuß mit. Deswegen lassen wir das. So.
wir haben dich hier. Eins, zwei. Und bitte bis. Machen wir mal. Bis da. Zack. Dann hätten wir das, können hier vorne dann die ganzen Ausgänge machen. Wobei sind ja nur zwei, ne? Ganzen ist dann ein bisschen übertrieben. Dahin. Wir machen das ganz bewusst mal ein bisschen schräg. In der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Ah, Nudel lässt einen aber auch wirklich nie im Stich, ne? So, dann geht das schön hier raus und geht hier rüber. Das heißt, den Anschluss haben wir schon mal. Und das, was da rauskommt, das müssen wir noch bearbeiten, aber hier ist genug Platz, um das rauszuholen. Wunderbar. Ja. Um die anderen kümmere ich mich. Das ist wieder Standard, hinten anschließen, vorne raus. Letztendlich die drei, die ja. Also in die Richtung muss ich gar nicht so viel gucken. Dann machen wir es genau so. Aber bei den allen und dann kann da eben das andere Zeug raus. Haben wir das gleiche. Geht nach da hinten. Fertig. Und dann geht's da rein. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen wäre großartig. Kommentar, freue ich mich riesig drüber. Und damit macht es gut, Käffchen. Tschüss.